Skelett. Dann probieren wir erstmal so. Aber scheinbar, ich glaube, du hast mit dem Skelett wahrscheinlich ganz unrecht. Was dauert so lange? Na gut, wir machen Skelett. Schon richtig, bevor ich hier einen Damage kriege. Das wäre ein bisschen doof. Machen wir das Schädellabyrinth. Muss ich nur finden. Wir sind immer noch nicht Stufe 65, ne? Faszinierend. Ich glaube, die haben die Erfahrungsstufen, benötigte Erfahrung extrem hoch geschraubt. Ich muss ja, glaube ich, nur zur Kiste, ne? Die muss ich nicht anzünden. Meine meisterhafte Orientierung. Ne, das nicht, aber glaube ich daran, wie viel Orbs und Schriftraum man benutzt hat und so. Auf was bezogen habe ich da vergessen? Ah! Ich bin schon im Alzheimer-Endstadium. Scheinbar. Achso, die EP. Ach, ist das so, ja? Wollte ich tatsächlich nicht so glauben, aber kann ja sein. Ich glaube, hier ging es lang, ne? Tja. Der Skelett an bringt nur nichts, weil wenn ich die Kiste nicht mehr habe, dann komme ich hier auch nicht mehr raus. Ne? Ich muss also tatsächlich irgendwo einen anderen Dungeon machen. Kann man sich die Vergangenheit ganz anschauen oder muss man auf die Folgen? Du musst auf die Folgen warten, Dave. Ich lade keine 4 Stunden Livestreams hoch. Uncool. Sehr uncool. Immer noch. Cool, ich war gestern kurz an. Kannst du dich noch erinnern? Es ist cool, dass du das Spiel spielst. Ja, herzlich willkommen. Besitze 3 aktive Bomben gleichzeitig. Ist ein Juwel. Das können wir mal machen. Drei aktive Bomben gleichzeitig besitzen sollte möglich sein. Wo sind so meine Schnupplinge-Bomben? Ausgenockt. Zeig mal die Map. Ja. Ist halt, also es gibt leider keine richtige Übersicht. Es gibt halt nur, muss man hier über das Land kaufen Menü gehen. Und da kann man sich so ein bisschen die einzelnen Inseln angucken. Ja. So, stirb 10 Mal. Erzeuge 2000 Münzen. Das sollten wir ja easy hinkriegen. Sind wir mal nicht dabei gewesen? Ne, das habe ich wieder abgebrochen. Ne?
So, Münzen unendlich. Flaschen können wir auch unendlich machen, ne? Oder erstmal die Hälfte. Und hier machen wir dann, falls wir was anderes brauchen. So, das wird also gemacht. Dauert halt noch ein bisschen. Leute, alle aktiviert mal die Glocke bei ihm. Auf zur nächsten Heldentat. Baue 200 Gebäude, bebaue jedes Wasserfeld. Finde jeden Geheim. Oh, da fehlt aber noch eine ganze Menge. Eieieiei. Steck 100 Kreaturen in Flaschen. Ah, das gehen wir auch hin. Wir tauschen Flaschen gegen Tierfutter. So, dann gehen wir mal die Dungeons durch, denn ich habe scheinbar so viele Geheimräume übersehen. Gerade der ganz anfängliche Dungeon, war das der hier? Nee, ne? Das war nur, komme ich gar nicht mehr rein. Der Sand-Dungeon. Der hier. Ich glaube da, wobei, habe ich eigentlich alles schon gemacht, oder? Nein, doch nicht. Da die Frage ist, habe ich irgendwo noch einen geheimen Raum übersehen? Warum hier schon wieder? Achso. Warum sind die schon wieder da? Warum zum Geist sind denn noch alle Kisten offen? Achso, weil ich rausgegangen bin. Was kann das sein? Ich muss das, glaube ich, durchspielen, damit sich das speichert. Ugh. Okay, es funktioniert. Das ist kein Geheimraum. So, da ist ein Geheimraum. Okay, erledigt. Das war es auch schon gewesen mit dem Achievement. Finde jeden Geheimraum. So fix geht's. Ich will den Gegner trotzdem nochmal killen. Noch habe ich bisher. Doch, ich habe Schaden bekommen, ne? Von den Viechern. Dann versuchen wir das hier mal ohne Schaden zu kassieren. Ah ja, cool, das ist gleich offen. Was ist dein Lieblingsspiel und kannst du mal Let's Play über Cat Goes Fishing? Das ist kein wirkliches angespieltes Spiel. Cat Goes Fishing habe ich angespielt. Das reicht auch. Oh, hier musste ich gar nicht lang hören. Oh, witzig, kann man einfrieren, dann funktionieren sie nicht mehr. Muss ich hier lang? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich muss nur leider da rechts lang, weil ich den Schlüssel brauche.
Aber mein Lieblingsspiel ist Ori and the Blind Forest, das habe ich auch schon durchgespielt. Bedauerlicherweise. Schon mehrfach auch durchgespielt. Kann ich auch jedem nur empfehlen, das Spiel. Und wieder Cat Goes Fishing habe ich. Ist das das, wo du diese. Wo das Viech unter Wasser geht und du dann tauchst und Fische fangen musst mit deiner Harpune? Das hätte ich mir versaut. Bam, easy. Sehr schön. Stirb 10 Mal. Baue 200 Gebäude. Baue dieses Wasserfeld. Weiche einem tödlichen Angriff aus. Pakete abschließen, lerne jeden Skill, öffne alle großen Schatz und sammle jedes Werkzeug, jede Waffe, sammle jedes Accessoire, verbringe jede andere Heldentat, erreiche Lehrenstufe 20, 15, 20, 30, erhalte ein Lehrenausrüstungs-Item, erhalte ein kosmisches Ausrüstungs-Item, verdiene 1 Million Münzen mit Banken, besitze 1 Milliarde, 1 Trilliarde Münzen, werte alle Stäbe auf. Wir brauchen noch eine Insel für Banken. Ich denke, das hier ist ganz gut, oder? Machen wir uns eine kleine Bankeninsel. Brauchen wir hier 2000 Banken hin? Was brauche ich für Banken dann eigentlich? Oh, ich habe alles. So, dann bauen wir hier noch Brücken hin. Sieht jetzt nicht ganz so elegant aus, aber es geht halt schneller. So, dann kommt mal her, ihr kleinen Banken. Euch muss ich da mal auseinandernehmen. Dann steht ja auch nicht mehr so im Weg rum. Das sind noch die Banken gewesen, wo ich noch nicht doppelte Trefferpunkte hatte. Die sind immer schön einfach kaputt zu machen. Bin in einer halben Stunde wieder da, alles klar, bis dann, Danny. Baue 200 Gebäude. So, lass noch mal eine zum Zwischendurch laufen. Tony, wow. Tony, 20 Euro Superchat gespendet. Danke dir, mein Lieber. Was ich auch machen könnte, ist, die mache ich noch mal kaputt kurz. Moin, schreibt er. Ich danke dir, mein Lieber. Ich glaube, ich mache tatsächlich gleich die Bolognese. Habe ich richtig Lust drauf. Wir können die nämlich nebeneinander setzen. Wir können die direkt an die andere ansetzen. Das ist platzsparender. Nicht drin, oder? Ah, kann ich das Schild kaputt machen? Wahrscheinlich nur mit dem Dings, ne? Mit einem. Oder? Nur mit dem Zerstörer kann ich das wahrscheinlich machen. Interessant, warum kann ich hier keine mehr hinsetzen? Erzeuge 2000 Münzen, habe ich geschafft. Kann ich gleich mal anhalten.
Es ist sinnvoller, die Goldbarren lieber so zu verkaufen, statt die Münzen produzieren zu lassen. Oder? Ach egal, mach weiter. Mach weiter. Hi, Aziz. Schrift oder das Dämon. Kannst du die Lehre ganz gut gebrauchen. Flaschenfeen. Versunkene Ank. Die scheint es echt selten zu geben, die Dinger. So, packen wir hier die gleich mal rein. Bisschen Erfahrungspunkte bekommen. So, hier könnte ich noch die Kraftwerke freischalten, damit alles schneller geht. Mach ich glaube ich auch mal. Ja, alles in deren Umfang wird sich schneller produzieren. Ich weiß gar nicht, ob das für die Banken auch gilt. Guck mal gleich mal. So, dann brauchen wir hier ein Plätzchen frei. Ja. Eine Line. Oh, ich kann... Ich habe keine Ziegel mehr. 275 Ziegel brauche ich. Die werden produziert. Okay, das dauert dann allerdings eine Weile. Erhöht die Effizienz von nahen Gebäuden. Sehen wir hier... Ja, wir sehen, guck mal, das Kraftwerk hat eine Range. Ihr seht es rechts, wenn es weiß wird beim Altar. Das ist die Range. Alles in diesem Radius wird oder arbeitet schneller. Zack. Ding, ding, ding. Nochmal den Thron weg. Ah, das kann ich kaputt machen, okay. Kann ich so wo da hinsetzen? Nein. Na, alles produziert sich schneller jetzt. Braucht dafür natürlich ordentlich auch die Items dafür. Ich hoffe, ich brauche mal die andere Weg ganz kurz hierher. In den Radius. Alle Ressourcen mitnehmen. Jetzt zeigt mir leider nicht den Radius gerade an. Der könnte vielleicht noch drin sein, der aber nicht. Gehe ich von aus. Ich beschleunige jetzt mal ganz kurz, damit die Elektronik fertig wird. So, bauen wir zwei neue Fabriken da oben hin. Oder hier meinetwegen. Die müssen locker im Radius drin sein. Plastik, Glas, also Elektronik. Stellen wir mal her. Alles hintereinander, sehr gut. Uff. Ist das laut. Und Ziegel werden noch gemacht. Für die Banken. Wie viel denkst du, können bei dem Multiplayer-Update dann zusammenspielen? Na, mindestens zwei. Lass uns überraschen. Mehr finde ich natürlich mega cool. Cool, dann produziert ihr mal fleißig. Ich schlürfe mal einen Donnertrank. Und dann schauen wir so ein bisschen hier rum. Ich kann ganz gerne mein Schwert, womit ich Gegenstände kaputt machen kann.
Uff. Ich vermute 4. Na, mal schauen. Soll ja Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres soweit sein. Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich sind wir targelegt hier in die Tresore rein, ist auch sehr gut. Haben wir von Amboss, hier ist noch ein freier, ein Dämonenbogen. 25 Königsstahl brauche ich dafür nur. Noch ein bisschen Beschleunigung, wobei ich überhaupt gar nicht, ob das geht. Noch müsste funktionieren. Das kosmische Schwert kann auch Bäume Zatter kaputt machen. 6 angeschlagen, Pfeile frieren Ziele bei einem Treffer ein. Wow. Und dann alles nochmal durch mir ein Logo. Das leere Zeug kriegt man aus der Leere. Not lasse. Leeren Stahl, Krankenauge. Naja, ein Krakenauge. Wir können doch mal das Void machen, oder? Und hier das Lernportal musst du halt craften. Oder halt irgendwo finden, kaufen, wie auch immer. Und dann geht das locker flock voran. Wobei, das ist die Lehre wurde ziemlich lange dauern, oder? Ich müsste in 3,5 Stunden los. Ich will noch entspannt kochen. Na gut, wir gehen das hin. Wir gucken mal, wie lange ich Bock habe. Ein Void-Portal.